Jetzt habe ich wieder was Schönes für euch. Auch ein Oldschool-Böller vom letzten Jahr, eine Neuheit. Explode Hirtenböller. So, jetzt habe ich für euch im Test die Thundercracker von Explode, also die Oldschool-Böller. Mal sehen, wie sie geworden sind. Ja, waren ganz gut. Ich habe die jetzt ein Jahr trocknen gelassen. Ja, kann man kaufen.